Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin's, euer Daudinato, und wir spielen eine weitere Folge 4 First Encounter Assault Recon. Wir sind Intervall 9 gerade im Moment und wir haben eine neue Situation. Der Fearman-Frontman hat den Bereich um den Gewölbeeingang erreicht. ATC-Sicherheitskräfte leisten Widerstand. Norton Mapes vernichtet Beweise für die Aktivitäten von Armorcam in der Anlage. Harlan Wade befindet sich irgendwo in der Anlage, allerdings ist nicht bekannt wo. Genau er sich derzeit aufhält. Alice Wade wurde nicht gefunden. Mission. Das Primärziel ist noch immer Harlan und Alice Wade in Sicherheit zu bringen und Paxton Vettel zu eliminieren. Es sollten des weiteren Anstrengungen unternommen werden, belastende Beweismittel für die Vergehen von ATC zu beschaffen. Dann machen wir doch da gerade mal weiter. Ach, er hat's verdient, die Fettschwabbeltante. Alan Wade geht in den Komplex rein, so wie das aussieht. Ganz chillig und langsam. Der andere lebt noch, aber ist, denke ich, am verbluten. Ich glaube, die haben einfach Alma haben sie einfach dort sprichwörtlich einbetoniert. Schlüssel genommen und weggeworfen. Und sie will sich natürlich befreien und sie hat noch gemerkt, da ist noch jemand außerhalb, der Paxton. Ah, was ist mit dir los, Bro? Erzähl. Der Pisser. Er hat sie ausgesperrt. Jetzt müssen wir Strom zu der Tür umleiten. Okay, wir müssen Strom umleiten. Leiten Sie Strom zur Tür des Gewölbes um. Okay, dann machen wir das, ne? Okay. Oh, schade. Jetzt sollten wir ein bisschen dahinter Strom besorgen. Oh. Ich glaube, das ist noch ein richtiges Geficke. Mulkey? Soldaten, also Elite-Einheiten. Oh lol. Lol, die Drecksau, Alter. Ja, wie ist denn mein Status? Die kriegen alle eine Akupunktur von mir, Mann. Hey, warte mal, was ist mein... Wir probieren die mal aus, Mann. Ich will die ausprobieren. Mal gucken, wie die sich gegen Gegner schlägt. Jetzt müssen wir eben noch auf die andere Seite. Stecker, den großen Stecker ziehen und... Leistungsschalter jetzt auch getan und nicht sowas. Who wants to beat me, huh? Motherfuckers? Und was passiert hier jetzt? Checkpoint erreicht. Thank you.
dicke Wummel, Leute. Oh, der rückt. Der hat sich jetzt noch gerührt. Mann, ey. Da wird aber einen dicken, fetten Schuss in den Arsch bekommen. Da seht man halt, die Highlight-Waffe ist eigentlich wirklich diese Nagelpistole. Von der gibt es unendlich viel Munition. Ich muss da durch, bitte. Danke. Ja, danke schön. Oh, was ist das da? Wir ergründen wieder mal die bisschen die Gegend, gucken, wie es da aussieht. Bup. Kommt man natürlich nicht hoch. Rechenmaschine. Geile Waffe. Oh fuck. Wir müssen wahrscheinlich den Generator noch anschmeißen. Deswegen. Das ist nichts anderes als eine dicke, fette Wummel. Ich laufe einfach mal meiner Nase nach. Die hat bis jetzt noch nicht so richtig falsch gelegen. Die kommt nicht dahin wegen dem Teil. Okay, das heißt, ich muss doppelt und dreifach durch die Gegend schlendern. Das heißt, ich muss einmal noch auf die andere Seite das Paket aus dem Weg karren und dann wieder auf die andere Seite rüberhupfen, damit wir das Paket dort, den Stecker wieder reinstecken können, ne? Oh, was für ein ätzendes Unterfangen. Die Frage ist jetzt nur, wie komme ich da jetzt wieder runter? Ah, da hinten. Ah, schön wär's, ne? Ah, lutsch mir den Pimmel, Alter. Ich komme da ja gar nicht mehr weg. Ich muss irgendwie... Irgendwie hat das was damit zu unten zu tun. Ah, ich muss da runter. Dann kann ich darüber. Ah, ein Laptop. Laptop. Langsam ergibt das alles einen Sinn. Die Frau, die sie für Origin benutzt haben, heißt Alma. Vettel ist auf der Suche nach ihr. Weil seine Mutter ist. Jetzt können wir den Stecker reinstecken. Klingt zwar blöd, aber jetzt wird's gehen.
haben wir gut gemacht. Ja. Gut, Ah, okay. Jetzt müsste, da die Energie ja wieder hergestellt wurde, müsste die Fronttür funktionieren. Ja. Und das heißt, wir kommen dann einfach auch wieder da raus, ne? Leider brauche ich mal wieder ein paar Opfer. Ah, jetzt muss ich wahrscheinlich noch den Generator anschieben, ne? So wie das aussieht. Der scheint auch noch nicht richtig stabil zu laufen. Oh Gott, freue ich mich schon auf Far Cry 5, Mann. Leute, das wird spannend. Oh. Ja, irgendwas muss man mit denen auch noch da machen. Nicht rein. Klingt. Das klingt wie atomare Verhältnisse oder sowas. Rocket Launcher, oder? Lass mich runter. Genau, das war's. Was würde die Menschheit bloß ohne Energie machen? Im Dunkeln wandeln. Bis ihnen ein Licht aufgeht. Oh, da hat doch glatt jemand noch ein Büro hier unten. Sie haben zwei neue Nachrichten. Erste Nachricht von Genevieve Aristide. Oh. Harlan, hier ist Genevieve. LOL! Ich verstehe Ihre Gefühle ja. Wirklich. Aber wir haben keine Zeit für Rührseligkeit. Falls Origin auffliegt, müssen wir alle dafür büßen. Es wird Zeit, dass wir die Toten begraben. Finden Sie nicht? Nächste Nachricht von Genevieve Aristide. Harlan, ich bin's nochmal. Wenn Sie wollen, dass ich mich entschuldige, dann tue ich das. Ich hatte Unrecht, Sie hatten Recht. Ich will ja Verständnis zeigen, aber die Situation ist dringend. Ich schicke Mates hin, da Sie ja anscheinend nicht bereit sind zu tun, was getan werden muss. Hoffentlich werden Sie ihn wenigstens unterstützen. Ende der Nachrichten. Ah, in dem Fall ist das das Büro vom, oder zumindest das Untergrundbüro vom Harlan Wade hier. Ja, direkt am Energiegenerator. Also, das war im Prinzip das Gespräch, das wir bei ihr im Büro angehört haben und bei, zwischen Harlan Wade und ihr. Er hat ja gesagt, wir müssen die Toten begraben und so weiter. Und das, ich glaube, das wollte der nie. Wir haben Energie. Jetzt müssen wir das Gewölbe betreten. War eine Kurzschlussreaktion. Tut mir leid, Boys. Aber ihr stand auf einmal da und ich hab mich so sicher gefühlt. Oh, tut mir leid. Sie müssen sie finden, bevor Edisi die Beweise vernichtet. Jojo. Der will. Was soll das?
Oh nö, Alter. Die Dinger sind ein bisschen heftig, Mann. Und ich habe kaum noch Munition, Mann. Jetzt warten wir erstmal kurz, weil ich muss erstmal ja, meine Reserve unten auftanken. Ziehen mir halt auch einen Haufen Leben ab, Mann, und die machen mich halt ziemlich mürbe. Ja, das war's. So, und was sagst du, Bromo? Sie müssen diese Anlage zerstören, bevor er sie rauslässt. Es gibt da vier Säulen. Eine Beschädigung der Reaktorzellen löst eine Kettenreaktion aus. Schicken Sie alles zum Teufel, wo es hingehört. Falls er Alma rauslässt, Sie müssen ihn aufhalten. Er lebt noch. Okay. Dann machen wir mal das Loch auf. Inside. Suche nach Alan Wade. Ah, runter. Ich verliere Ihr Signal. Kontakt könnte ab jetzt unmöglich sein. Hütet euch vor diesem Wade. Gott allein weiß, wozu der fähig ist. Ja, Gott weiß es. Jo Leute, dann würde ich mal sagen, nächstes, in der nächsten Folge kommt die Enthüllung. Intervall 10, das Gewölbe. Ja, machen wir Feierabend, ne? Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder dabei seid. Gebt mir doch einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns, Leute. Haut rein, ciao.